So, ihr Lieben, der Reis ist fertig und auch die Hackbällchen sind fertig und die Paprika. Ich stelle es jetzt hier einmal zur Seite und dann können wir nämlich noch ein Sößchen machen, schnell dazu. Wie mit dem Spatel könnt ihr auch wieder in das Garkörbchen rein und das Garkörbchen dann direkt so rausholen. Ich tue euch nachher auf jeden Fall, wir machen jetzt die Soße und dann tue ich euch nochmal das Rezept beziehungsweise auch komplett das Gericht natürlich fotografieren und hier dann mit dranhängen. Jetzt haben wir hier einmal die Garflüssigkeit aufgehoben, gehen hier auf weiter, also ich habe das jetzt hier schon gemacht, Garflüssigkeit aufgehoben. So, Rühreinsatz einsetzen, sagt er uns auch, also den Schmetterling einmal aufs Messer drauf. Ich habe ja vorhin schon gesagt, ich tue jetzt doppelte Menge an Soße machen. Also anstatt den 40 Gramm, die draufstehen, gebe ich jetzt 80 Gramm ein. So, dann haben wir 80 Gramm von der Butter. Dann gehen wir auf weiter, dann brauchen wir auch 80 Gramm Mehl. Also für die, die es nach Rezept machen, die machen es dann so, wie es im Rezept steht. Ich mache jetzt doppelte Menge. So, das passt auch. Und dann verschließen wir einmal den Thermomix. Und lassen das Ganze 3 Minuten bei 100 Grad zu einer Mehlspitze verarbeiten. Bis gleich.